Das war ein Chaos. Da war ja mal richtig was los. Die Uraufführung von Le Sacre du Printemps von Igor Strawinsky war einer der größten Theaterskandale aller Zeiten. 1913 im Théâtre Champs-Élysées in Paris. Am Anfang, da ist alles noch ganz gut. Alle sind brav und warten gespannt in Stille auf den Beginn. Der berühmte Dirigent Pierre Monteux hebt den Taktstock. Aber so bleibt's nicht lang. Schon ganz zu Beginn beim hohen Fagott-Solo fangen die ersten laut an zu lachen. Und dann geht's los. Die einen zischen, wieder andere schreien aufhören und nochmal andere beschweren sich über die Unruhestifter. Und irgendwann ist der Tumult so groß, dass der Veranstalter das Saallicht anschalten muss. Und dann wird's handgreiflich. Eine feine Dame haut dem Mann in der Nebenloge einfach eine runter. Der tauscht Visitenkarten mit ihrem Begleiter aus. Beide verabreden sich für den nächsten Morgen zum Duell Mord und Totschlag. Und das alles nur wegen einem Konzert? Genauer gesagt, eines Balletts? Wie konnte es so weit kommen? Vor über 100 Jahren, so ab 1909, gab es eine Balletttruppe, die in Paris für Furore gesorgt hat, das Ballet Russe. Und der Chef dieses Balletts, der hieß Sergei Diaghilev. Er hat Tänzerinnen und Tänzer aus Russland nach Paris geholt und Komponisten gebeten, neue Musik für das Ballett zu schreiben. Ballet Russe, das war der Knaller in Paris, aber auch durch Gastspiele in ganz Europa, denn hier konnte man Avantgarde erleben. Neues, Ungewohntes, etwas, was den Menschen damals absolut exotisch vorgekommen ist. Und das liebte das Publikum. Einblick in fremde Kulturen, neuartige Ausdrucksformen und Klänge, gerne in pittoresken, folkloristischen Kostümen und Bühnenbildern und so einen Hauch Orient-Flair, zumindest das, was sich die Menschen damals unter Orient so vorgestellt haben. Als Tänzer und Choreograf war Vaslav Nijinsky der gefeierte Star. Die Bühnenbilder und auch die Kostüme besorgten berühmte Künstler, beispielsweise Henri Matisse, Georges Braque oder auch der junge Pablo Picasso. Und zu diesem Kreis gehörte auch Igor Strawinsky. Zwei Ballette hatte er schon geschrieben für das Ballet Russe. Einmal den Feuervogel, der ihn über Nacht berühmt gemacht hat, und dann Petruschka. Beides Publikumshits. Warum dann jetzt dieser Skandal mit Sacre du Printemps? Strawinsky hat mit den Erwartungen gebrochen. Feuervogel und Petruschka waren zwar neu und modern, aber genau in dem Stil, wie es das Publikum erwartet hat und auch wollte. Damit war jetzt Schluss. Sacre du Printemps heißt Frühlingsopfer. Und der Untertitel lautet dann Bilder aus dem heidnischen Russland. Und die haben's in sich. Die Story. Alte, weise Männer treffen sich, bilden einen Kreis und wollen dem Frühlingsgott opfern, damit der milde gestimmt ist, es ein gutes Jahr wird und eine reiche Ernte gibt. Dafür suchen diese Weisen ein junges Mädchen aus. Sie ist das Opfer. Und dieses Mädchen muss dann im Kreise dieser Ältesten immer wilder, immer ekstatischer tanzen, bis sie irgendwann tot zu Boden fällt. Das Opfer ist gebracht, die Götter hoffentlich zufriedengestellt. Ziemlich starker Tobak, schon damals, 1913. Und das war erst die Handlung. Auch die Umsetzung war nichts für schwache Nerven. Allein die Choreo von Vaslav Nijinsky, nichts mit schönen Kostümen und Tütü, sondern die Tänzerinnen und Tänzer hatten grobe Sackleinen an, unmodisch, hässlich. Auch nichts mit Grazie und Ästhetik, sondern verdrehte Gliedmaßen, nach innen gebogene Füße, auch keine Sprünge oder Plié, wie man das so kannte, sondern rhythmisches Stampfen und so ruckartige, zuckende Bewegungen. Außerdem gab es keine Handlung, wie es das Publikum im Ballett gewohnt war, also Szenen, die sich zwischen den Protagonisten abspielen. Es war die Geburtsstunde des modernen Tanzes. Tja, und Strawinsky in seiner Musik, der hat auch in die Vollen gegriffen und diesen Dreier-Cocktail zum Überlaufen gebracht.
das wilde, brutale, rohe, archaische dieser vorchristlichen, mythologischen Zeit sollte natürlich auch in der Musik spürbar werden. Wenn sich ein Mädchen bis zum Tod in Ekstase tanzt, dann kann da kein Streichquartett spielen, da passen auch keine schönen, ausschweifenden Melodien dazu. Drum hat Strawinsky auch keine Themen vorgestellt und dann entwickelt und miteinander in Beziehung gesetzt, sondern er hat Einzeleinfälle miteinander kombiniert. Und dafür hat er besonders zwei Elemente benutzt. Einmal Polytonalität. Mehrere Tonarten werden übereinander geschichtet. Zum Beispiel hier E-Dur und S-Dur. Zur gleichen Zeit, das klingt schon ganz schön ungewohnt. Und noch krasser ist Polyrhythmik. Da laufen verschiedene Taktarten gleichzeitig und gegeneinander. Man sieht das ganz schön in den Entführungsspielen. Da kombiniert Strawinsky einen 9/8-Takt mit einem 3/4-Takt in den Pauken. Die Musik bekommt sofort etwas Stolperndes, Ungestümes. Ganz extrem ist das ganz am Schluss beim Opfer. Da haben wir zum Beispiel 3/16-Takt, dann einen 2/16-Takt, wieder zurück 3/16-Takt, dann einen 2/8-Takt, dann kurz einen 5/16-Takt, wieder zurück 2/8 und dann am Schluss kommt er wieder bei 3/16 raus. Also man hat überhaupt keinen Halt mehr. Die Musik entwickelt quasi ein Eigenleben, ist völlig unkontrollierbar. Und das passt natürlich zu unserem Mädchen, das tanzt, das in ihrer Ekstase auch außer Kontrolle gerät, bis sie irgendwann kurz in der Luft steht und dann krachend tot zu Boden fällt. So drastisch und radikal hat es das überhaupt noch nie gegeben. Der volle Expressionismus, die bekannten Formen werden ignoriert, es zählt nur der unmittelbare Ausdruck. Und allein der Rhythmus greift ja körperlich an. Und der Angriff war für die Pariser damals zu viel. Darauf waren sie nicht gefasst und manche haben sich auch auf den Arm genommen gefühlt. Eine alte Comtesse zum Beispiel hat mit ihrem Fächer gefuchtelt und geschrien, zum ersten Mal seit 60 Jahren hat es jemand gewagt, sich über mich lustig zu machen. Der Skandal war vermutlich vom Schlitzohr Diaghilev geplant. Zumindest hat er sich zu Recht eine große Publicity davon erhofft. Strawinsky hat das anders gesehen, der war ganz und gar nicht zufrieden und hat dem Choreografen Nijinsky die Schuld an dem Misserfolg zugeschoben. Und tatsächlich war die konzertante Erstaufführung kurz darauf, also ohne Ballett, ein guter Erfolg. Allerdings konnte sich da das Publikum natürlich auch schon vorbereiten und darauf einstellen. Im Nachhinein ist Sacre du Printemps eines der wichtigsten Werke des 20. Jahrhunderts und mittlerweile gehört es eh zum Standardrepertoire. Nach 100 Jahren kann es niemanden mehr schocken, aber die Energie, die Urgewalt dieser Musik, die packt uns noch heute und das muss man erst mal schaffen.